informieren. Die Kohlenstoffgeräte wurde 2015 im Januar geöffnet. Es ist ein moderner Sportkomplex mit Outdoor- und Indoor-Sportfazilitäten wie Wassersportzentrum in einer Fläche von 105.000 Quadratmeter und ausgestattet mit modernster Sporttechnologie. Und ist der erste Sportkomplex der Privatwirtschaft innerhalb der Europa. Wir bieten hier 100 Zimmer, nicht für den Hauptgebäude, eine Zimmerstation, Station mit 80 Zimmern sind also für Athleten geeignet, haben 30 Quadratmeter Größe. In beiden Ecken gibt es insgesamt 10 Suiten, haben auch 63 Quadratmeter. Und auch für Behindertengerichte, gestern haben wir 10 Standardzimmer von 30 Quadratmeter. Über 50 Sportarten können unsere Gäste im Indoor-Bereich, auch im Outdoor-Bereich trainieren. Das Hotel besteht aus 5 Bereichen, also das Hotelgebäude, Sportmedizin und Leistungszentrum, Outdoor-Sport, Wassersportarten, Indoor-Sportarten. Der Outdoor-Bereich der Anlage erstreckt sich auf einer Fläche von 35 Quadratmeter und verfügt neben einer Station für 1600 Zuschauer. Die IAAF-zertifizierte Leichtathletikanlage im Station zusätzlich mit 2 Fußballplätzen. Hier können Sie auch das Station-Fußballplatz sehen. Danach gibt es 2 verdachte Kugelstoßanlagen. Laufbahn, Sprint und Bühne. Gegenüber der Station befindet auch die Scoreboard für Reklame und auch für Fußballspiele. Hinter der Station haben wir noch eine Joggingstrecke mit einer Länge von 65 Meter und auch eine Steigerung von 1,5 und 2,5%. Wird auch für Joggingtraining von den Sportlern genutzt. Nach Training der Station hier gibt es eine Knallpumpe, hat 10 Grad, also ist auch ein Sportpool, wird für von den Gästen, von den Sportlern genutzt. Daneben gibt es auch eine noch zusätzliche Sauna, eine Kompostation für 25 Personen. Und außerdem, rundherum der Lola Sport Arena, haben wir noch eine Joggingstrecke, das 1 Meter lang. Hier hatten wir auch verschiedene und viele Leichtathletikgruppen in Lohrestellen gemacht. Zum Beispiel die deutsche Frauen-Hockey-Nationalmannschaft hat ihren Kampf hier in Lohrestellen gemacht und auch der Olympic-Athletik Montenegro, wie unser türkischer Olympic-Athletik Herr. Derzeit verbringt die deutsche Frauen-Ring-Nationalmannschaft hier in Lohrestellen. Die Hertha Berlin Fußballmannschaft wird auch ihren Kampf im Winter in Lohre Sports Arena verbringen. Als Lohre Sports Arena haben wir eine gute Zusammenarbeit mit deutschen Schwimmverband und mit deutschen Leichtathletikverband. Ich bedanke mich